Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Outlaws, dankenswerterweise zur Verfügung gestellt durch Ubisoft. Wir sind hier eingebrochen das letzte Mal und klauen jetzt das Relikt und mal bestimmt geht's wieder schief. Das wäre das erste Mal, dass das klappt. Einfach so. Also gut, bringen wir das Ding hier raus. Unser Ausgang. Wir müssen hier weg, Nix. War wohl ein Selbstmörder dabei? Nein. Nicht schlecht. Alles noch dran. Der Bereich ist sauber. Okay. Okay, hier und Ruhe. Da ist ein Kredit. Dann rein hier. Was dann wohl mit meinem schönen Blaster? ND5, ich hab das Relikt. Ding. Sollte ich mir Sorgen machen, wie du es beschafft hast? Nein. Ich bringe es der Königin. Sie empfängt nicht jeden, Kay. Mach dir nicht zu viele Hoffnung. Schön, Kay festzusehen. So, mir sind hier aber eigentlich noch zu viele Fragezeichen. Nervt mich ein bisschen. Achso, ich muss zur Quest zurück. Sorry. Eine Frequenz kann ich hier isolieren. Ah, hier ist sowas. Signal erkannt. Okay, müssen wir uns merken. Weil jetzt gerade können wir das, glaube ich, nicht machen. Was? Willst du dir den Luftschacht ansehen? Okay. Das suchen wir später, ja? Ja, tut mir leid. Ich würde ja auch gern alles jetzt machen. Aber geht nicht. Das Mönchstor. Hallo. Bleib stehen. Da was. Hey, hör mal. Ich habe euer gestohlenes Relikt und ich will es der Königin zurückgeben. Das Band Pudira. Gib es mir. Ach, nichts für ungut, aber ich möchte es ihr persönlich geben. Du kannst passieren. Ich würde sagen, ihr seid eine Schwarmintelligenz, wenn ich das richtig verstanden habe. Du redest also quasi immer mit der Königin. ND5, rate mal, wer die Königin trifft. Das Relikt muss sehr wichtig sein. Gut gemacht. Du solltest aber aufpassen. Was? Wieso?
Sie könnten dich für den Dieb halten. Hm, stimmt. Das wird schon. Hm, alles überwacht. Crimson Dawn hat's drauf. Das hey, ganz ruhig. Das Band Podira. Wer bist du? Kavas, Eure Majestät. Sie hat nach der Bombenbauerin gefragt. Aber ich habe auch euer Relikt von Crimson Dawn zurückgeholt. Unsere Expansion machte uns angreifbar, Mutter. Nein, sie macht den Schwarm stärker. Wir brauchen den Outer Rim nicht. Unser Platz ist hier. Es ist beschlossen. Naja, ihr habt das Relikt. Lasst die Ankh jetzt gehen? Die Bombenbauerin? Sie ist entscheidend für unsere Expansion. Aber der Schwarm hat auch Verwendung für eine Diebin wie dich. Arbeite für uns. Dann lassen wir Ankh gehen. Mutter. Wir sind im Geschäft. Schön. Und ihr klärt den Rest dann unter euch. Okay, lief doch eigentlich ganz gut. Was dann mit meinem guten Crimson Dawn? Ich gehe gerade die Ladung durch und ich habe was gefunden, was für dich nützlich sein könnte. Komm zu mir. Na gut. Ja, Crimson Dawn schon nur noch gut. Na dann hören wir mal. Die werden das schon verstehen. In die Waffenschmied-Quest. Ah ja. Gerade alles egal. Wir wollen hier uns erstmal ein bisschen umgucken. Wo sind wir denn kartentechnisch? Am ADW. Okay. Irgendwo, wo ich wahrscheinlich nie wieder hinkomme. War es eigentlich ganz gut, dass wir die Kiste gefunden und aufgemacht haben, oder? Würde ich behaupten. Hier was? Hier drüben was? Nein? Okay. Aber hier vielleicht. Das schaut nach einer Truhe aus. Eine, die ich nicht aufmachen darf. Okay. Da drüben eine? Nö. Okay. Dann haben wir es ja. Sikorsky. So, wunderbar. Läuft doch alles wie geschmiert. Eher zu gut als zu schlecht, will ich mal behaupten. So, dann kann ich jetzt hier aber nichts Wegal da machen. In Ordnung, stabiles Signal. Ein anderes Mal. Achso, das Signal öffnet sich automatisch, wenn ich hinlaufe. Das ist perfekt. Also besser geht's ja gar nicht. Oh, wo muss ich denn hin? Ich sehe nix wieder gar nicht. Hier ja scheinbar nicht. Da geht's. Und hier könnte ich hoch. Aber von da weg ich jetzt erstmal nix. Wenn immer nur, ich sehe aber nicht. Hier kann ich gar nicht durch. Okay, dann muss ich ja hier hinten lang gehen. Hat mich jetzt auch eher gewundert. Da oben sehe ich dich. Wo geht es lang? Hier passt viel zu perfekt. Eigentlich. Haben wir das nicht so, dass hier auch so Kletterstellen und so? Ah, es war glaube ich ein anderes Spiel.
Nix ist da oben. Ach, hier kann ich hoch, oder? Ach, Mann. Alles so weiß in weiß. Gib mir einen Moment, ja? Ich hoffe, du führst mich zu einer Schüssel warmer Knochenbrühe. Da kann ich zurück, ne? Ja. Top. Hier drüben meistens irgendwo was immer zum Aufheben, ne? Hier sind ja auch so kleine Schätze immer am Boden. Achso, hier ist ja schon. Oh, okay. Dann lass mal sehen, was wir hier haben. Das ist Chuma wieder. So, musste ich kurz husten. Sorry. Der reisende Händler mal wieder. Okay. Das muss die Schmugglerin gewesen sein. So, jetzt wollen wir erstmal schauen. Dann schauen wir mal. Na, hier ist nämlich irgendwo sowas. Hallo? Hey, weißt du, wo ich eine gute Kantina finde? Also eine, wo die Einheimischen hingehen? Vielleicht. Ein paar Kredits und ich denk drüber nach. Klärchen. Nichts ist umsonst. Hier. Jetzt fällt es mir ein. Das Doma-Refektorium. Das ist im Diebesviertel. Da gibt es alles Mögliche, also unter der Hand. Genau. Super. Danach habe ich gesucht. Danke. Wir müssen das Lager räumen. Der Ashida-Clan kann jederzeit zusammenbrechen. Wovon redest du? Mit Crimson Dawn kommt... Ist schon irgendwo da hinten, ne? Ordnung, ja, stabiles Signal. Ich verstehe es nicht. Warum legt sich Crimson Dawn mit den Ashiga an? Die Ashiga haben so gut wie alles abgeriegelt. Was sind wir denn hier? Kommt kaum noch jemand rein oder raus. Aber mich hält das nicht auf. Das habe ich mittlerweile begriffen. Hey, Kumpel. Okay. Das ist richtig. Ah, es wird wärmer. Ich glaube, wir sind am richtigen Ort. Hey, Andy, ich habe noch eins von Jet Cordus Verstecken ausgeräumt. Ich nehme an, er war nicht dort? Nein. Aber für Kijimi war das echt kein schlechtes Versteck. Es war ziemlich warm. Na. So, okay. Dann haben wir das hier auch geschafft. Da vorne konnten wir mit jemandem reden, ne? Und wir können selten zum Spaß mit jemandem reden. Wir haben ihn doch, oder? Komm gern mit mir zurück. Hier drüben. Ich habe viele Angebote.
Kein Durchgang für Außenstehende. Okay. Klingt nach Mission, wenn er mich fragt. So, wunderbar. Dann wollen wir die nächsten Fragezeichen noch ein bisschen hier absuchen. Ist dein Bruder schon da? 60 Meter in diese Richtung. Karte für eine Forschungsstation brauchen wir hier. Okay, das ist es nicht. Aber 70 Meter in diese Richtung ist was. Ah, ist das wieder das hier im Ashiga-Clan-Viertel? Wo ich zu dumm bin, das zu finden, ne? Das schaut so aus, ja. Das muss irgendwo nach oben gehen. Hier, das geht halt gerade so nicht. Ich bin mir nicht sicher, dass das hier irgendwo da oben drin ist oder so. Nö, nochmal Heckstich nicht, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Dann eins der anderen Fragezeichen. Das hier bleibt erstmal ein Rätsel. So, schauen wir mal. Hier oben da ging es nicht durch, oder? Bärchen. Ah. Über mir. Ah, da braucht man den Schneider, ne? Okay, haben wir also auch schon mal gesehen. Dann bleibt ja nur noch das eine. Die anderen zwei sind für mich noch nicht nachvollziehbar, wo die sind. Das eine ist mir schon klar, wo, aber ich komme mal nicht rein. Da ist von hier zu. Ach, schau mal. Drückst du den Knopf für mich nicht? Was du da machen kannst. Top. Ein Vorratslager. Das habe ich noch gebraucht. Machen wir eine Verschnaufpause. Was ist denn das hier? Ja, noch gar nicht gesehen. Was machen? Die soll ich suchen. Ich hab's drauf. Okay. Erstmal relativ easy. Sehr schön. Ja, sowas kann ich ja eigentlich relativ gut, glaube ich. Okay. Oh, wunderbar. Easy peasy. Aber ich glaube, dass das richtig schwierig werden kann. Das war knapp. War gar nicht knapp. Ist noch richtig einfach. Da ging schon richtig Money dafür. Da war es das schon. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Achso, na dann. Haben wir das auch gespielt. Gut zu wissen.
Wo waren jetzt diese andere Fuzzi? Ach, da hätte ich wahrscheinlich direkt hingehen müssen. Wo waren wir denn hier? Ne, wir waren hier unten drin. Und dann habe ich es gesehen, hier drüben. Oder hier hinten sogar. Reiß mal hier hin. Ich glaube, das war da. Aber nee. Ich kann nicht allzu lange. Ich muss doch endlich mal bemerkt werden. Der taucht nicht auf. Hier ist auch noch ein Fragezeichen. Warum trifft es immer mich? Ich glaube, dass das keins der Fragezeichen ist, das wir schon angeschaut haben. Ich habe da den Überblick ein bisschen verloren, leider. Bis Viertel war nämlich dann schon... Ah, das ist wieder das Fusionsschneider-Ding. Das Kichimi ist doch so viel kleiner, als ich immer mein. Dann haben wir nur noch die Hauptmission. Okay. Da wollen wir gleich mal... Ihr wartet noch etwas auf dich, Kay. Wird gemacht. Ah ja. Hey, nicht schlecht. Ey du. Also, was gibt's denn? Diese Modulteile sind mit deinem Blaster kompatibel. Dein VM-19 ist primitiv, aber aufrüstbar. Der ist nicht primitiv, sondern klassisch. Wenn du dieses Light-Modul installierst, ermöglicht es das Feuern eines mächtigen Sprengbolzens. Du kannst das Modul an der Werkbank herstellen. Okay. Gibt's denn diesmal Power? Die auflädt, bevor sein Schuss abfeuert, der beim Aufprall explodiert. Okay, mehr geht gar nicht. Okay. Oh, passt. Hoffen wir, dass es funktioniert. Wenn nicht, dann liegt es an deiner Unerfahrenheit und Mangel an taktischem... Ja, schon kapiert. Ich kenne einige Orte, an denen dir das Modul nützlich sein könnte. Alles klar, danke für den Hinweis. Ich sollte weiter nach Ankh suchen. Und wo? Kay, ich habe eine Nachricht von der Thronerbin des Ashiga-Clans. Hier ist Trisk. Wenn du Ankh wirklich willst, komm in die Cantina von Kijimi. Wir haben viel zu bereden. Okay. Klingt, als wollte Krisk ein Geschäft vorschlagen. Vielleicht. Aber Ashiga widersetzen sich ihrer Königin nur selten. Außerdem hat uns der Ashiga-Clan Aufträge angeboten. Einer davon stammt von Danka. Sie hat ja eine Nachricht auf dem Schiff hinterlassen. Na gut, vielleicht sehen wir uns das mal an. Tja, vielleicht. Ich habe alles. Naja. Passt. Ja, das wollen wir haben. Nice. Ja, super. Das wird bestens funktionieren, versprochen. Gelegenheit, Ashiga-Clan. Die Nachricht hören wir uns an von Danka. Danka hat diese Botschaft hinterlassen. Hören wir sie uns an. Okay, hab noch einen Auftrag für dich. Ich habe zwischen den Pikes und Ashiga ein Geschäft vermittelt. Es ging um eine exotische Molluske. Ah, um eine Muschel. Aber jetzt wollen die Pikes sie wohl lieber an Crimson Dawn verkaufen. Der Haken ist, wenn die Ashiga leer ausgehen, gehe ich leer aus. Verhindere den Deal und bring den Gruseldroiden mit. Ich bin sicher, der wird Eindruck machen. Wenn du interessiert bist,
schicke ich dir die Koordinaten, wo sich die Pikes und Crimson Dawn treffen. Sollten wir dann gehen? Nein, ich brauche deine Hilfe nicht. Wird schon gehen. Bleib hier und sag danke, dass ich dabei bin. Aha. Okay. Jaylens Coup muss funktionieren. Zerik Besh kann uns nicht finden, wenn wir einfach untertauchen. Auf Toshara muss ich für diese Mission. So, aber wir beenden den Part an der Stelle. Ist ein guter Zeitpunkt zum Aufhören. Ich muss da nämlich eh weiter. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Für Sie.